Hallo und herzlich willkommen. Heute mal was anderes als Re-EMF. Heute geht es mal um akustische Levitation. Ja, also wie man Sachen schweben lassen kann. Und wer da denkt, dass man hier nur ein kleines Styroporkügelchen irgendwie schweben lassen kann, der irrt, weil hier haben es schon mal Leute hinbekommen, eine kleine Bleikugel schweben zu lassen. Und im Anschluss dran noch unsere ersten Erfahrungen mit der kleinen Levitationsmaschine, die es für ein paar Cent von den chinesischen Freunden zu kaufen gibt. Eddie, was mangst du da andauernd? Muss man da auf irgendwas aufpassen? Oder? Ja? Naja, wenn ich jetzt noch kätzisch hundertprozentig könnte, könntest du mir sagen, auf was man da aufpassen muss. Ne? Gut, so hundertprozentig natürlich wird das nicht sein, aber wir sind am Forschen, Eddie. Ja? Wir wollen auch ein bisschen rumschweben. Ist faszinierend. Ja, dreht sich einfach so die ganze Zeit. Mach näher ran zu ihm. Ja. Oh. Ja, okay, mache ich. So. Sieht man es gerade noch so, ne? Oh, mit dem blauen Licht, das sieht cool aus. Ja, jetzt kommt's ran. Okay, Text wird später drunter gelegt. Ich bin gerade voll fasziniert. Ein Ding. Das ist immer am schönsten, wenn man irgendwas zeigen kann, was man vorher nicht geprobt hat. Dass die Emotionen richtig schön mit rüberkommen. Ja, aber das ist wirklich krass. Das fetzt. Das ist krass, wieso? Ich hoffe, jetzt erkennt mich hier irgendwer nicht an meiner Stimme. Später vielleicht. Aber hier, das oberste dreht sich gar nicht, ne? Nur das unterste, das dreht sich die ganze Zeit wie wild. Das ist ja wild, das ist krass. Oh, das ist echt ein schönes Spielzeug. Das erste wackelt, ganz oben wackelt, ne? Nur ein bisschen. Und das andere wackelt und dreht sich gleichzeitig. Ja. Und das Faszinierendste ist, die beiden Dinger waren eigentlich zwei. Ach, krass. Super. Ja, jetzt. Oh mein Gott. Hä, wo kommt das jetzt her? Das hat sich oben mit verschmolzen, das jetzt, ne? Wo kommt das denn her? Das war ein kleines Ministück eigentlich, hä? Warte, ich nehme das ganz kurz nochmal raus. Okay. Ach, das waren zwei. Ich habe aber so in zwei reingemacht. Ah, jetzt haben wir das oberste wieder. Fassen, ich kann versuchen, vier zu machen. Probieren wir es mal, ob wir es hinkriegen. Nicht richtig. Da brauchen wir richtig. Echt eine ruhige Hand hier. Aber drei ist schon mal krass. Das ist eine richtige Wackelhand, das ist das Problem. Jawohl, der kosmische Helfer hat es hinbekommen. Vier Stück schweben drin. Könnt ihr euch echt eine Scheibe von abschneiden. Aber jetzt dreht sich kein einziges davon, oder? Doch, das eine dreht sich ganz leicht, oder? Oder ganz schnell. Und wir sehen das einfach mal. Hier, das zweite von oben dreht sich. Ja, mal. Doch ein bisschen schnell. Ganz leicht dreht sich das. Ja, es pendelt irgendwie hin und her. Aber ich glaube, fünf draußen wird es nicht. Nee, die Vierer haben wir jetzt ausgereizt. Das sind ja. die vier Punkte. Vier Punkte, die ich geschafft habe. Jawohl. Hast ein ruhiges Händchen. Respekt, Kollege. Ja, das Einzige, was man machen muss, ist ganz langsam. Ganz langsam. Mal echt aufpassen an den Wind. Oh, herrlich. Schön. Cool. So, die, du bist auch mit dabei, ne? Warte mal, wo willst du hin? Wow, da hinten hin. Sind sie noch vergrößert worden? Es vergrößert sich immer und immer wieder. Jetzt wird ein ganzes Universum am Ende. Ach ja. Oh, auch wenn es nur was Kleines ist für 3 Euro Versand. Ja, teuer war das nicht gewesen. Also ich glaube, mehr als 5 Euro habe ich nicht bezahlt. Insgesamt. Gut, Netzteil muss man selber dazu basteln, aber so ein 12-Volt-Netzteil hat ja jeder zu Hause rumkullern. Nicht jeder. Also wir haben jetzt ein Netzteil genommen, was 500 mA hat. Ne?
So, da ich gestern den Auftrag von meiner Vermieterin bekam, Scheiße. Endlich mal die haarige Katzenkacke im Keller wegzumachen. Ach, ekelhaft, nein. Ist mir da ein Schmetterling aufgefallen. Der schon tot ist. Ja, der war schon echt tot gewesen. Und da haben wir mal seine Flügel so ein bisschen auf die Größe gestutzt, dass es hier reinpasst. Und es funktioniert nicht. Eins hält immer, ne? Aber irgendwie macht das dann komische Sachen. Mal hält es dann drüben an der Stange fest. Jawohl. Aha. Jetzt mal hier oben. Das geht schon mal super. Zum Glück war er schon tot. Ja. Nee, also getötet. Lebendige tun wir nicht dafür töten. Das geht nicht. Das ist dann komisch, ne? Das ist wie wenn es sich dann irgendwie aufhebt. Also irgendwie. Oh, warte mal, jetzt dreht sich's. Ja, warte. Das hast du zwei übereinander? Nein, warte. Leute. Thorsten, was hast du gesagt? Kannst auch die Leute ansprechen. Kennt ihn? Aber diese Natursachen. Dieses Ding. Wartet. Mhm. Warte ganz kurz. Bevor du weit. Ich will jetzt wirklich jetzt nicht gerade stören, aber. Zack. Und jetzt. Guck das mal an. Und das Witzigste ist, wenn ich jetzt zack mache. Warte, ich muss es ganz nach unten tun erst zack. Ah, so kannst du es dann. Zack. Ach, jetzt hält es hier drüben an der Stelle, ne? Und wenn ich dann. Guck, wenn ich. Hä? Leute, es funktioniert wieder, hä? Wofür-Effekt. Manchmal bleibt es dann drüben dran kleben, ne? Auch nicht immer. Jetzt zack. Geht wieder. Jawohl. Wenn ich dann zack mache, dann bleibt es auch. Zack. Es zackt hin und her. Das ist merkwürdig. Aber jetzt dreht sich wieder wunderschön. Cool. Wir experimentieren noch ein bisschen. Mal gucken, was noch so kommt. Ja. Wir müssen auch nicht, wir können ja mal was anderes machen. Nee.